Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ARK. Heute wieder mit dabei die Calypso. Hallo. Ich bin nicht mehr alleine. Ja, ihr Lieben, ich habe ja in der letzten... Der Admin ist am Start. Der Admin. Entschuldigung. Alles in Ordnung. Wir haben ja, oder ich habe besser gesagt, in der letzten Folge eine Abstimmung mit euch gemacht. Und die Abstimmung belief sich darauf, was ihr gerne sehen wollt, ob wir nur... Dino-Szenen mit Erklären dazu oder ob ihr komplett ARK sehen wollt. So wie ARK ist. Bauen, sterben, Szenen. Sterben? Ja. Und die meisten haben sich halt für komplett ARK entschieden. Und deswegen werden wir heute mal dieses wunderschöne Objekt, was die Calypso da in den Krallen hat, sehen. Gerade erst gefunden, ja. Gerade erst gefunden, ja. Wir sind gerade hier rumgeflogen und haben überlegt, wo Calypso ihre neue Base hinbaut. Und deswegen... Ja, genau. Oh, sie will gezähmt werden, Leute. Deswegen werden wir ganz... 150. Ganz freundlich. Habe ich überhaupt meine Zähmsachen dabei? Warte mal. Na, ich hoffe, die guten Schuss. Ja. Sehr schön. Na, dann auch zu dir. Oder ja, nee, zu mir. Nee, ich habe keine guten Schuss. Die sind alle in Horus drin. Okay, dann müssen wir mal zu mir fliegen und dann... Na, ich gehe schnell zu Horus hin. Mhm. Hol mir da meine Sachen. Das müsste doch Horus haben. Doch, doch. Und dann komme ich mit zu dir. Nee, du kannst nicht zu dir. Du kannst nicht zu dir. Warum nicht? Toritze. Ah, verdammt. Wenn du jetzt mit der Hyäne dahin segelst, mit der 150 Hyäne. Dann ist sie tot. Richtig. Na, dann ziehen wir die hier und dann bringe ich sie zu mir nach Hause. Zwar habe ich schon eine Hyäne zu Hause, ihr Lieben, aber... War das jetzt Männchen oder Weiblein? Hm. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachfragen gehen. Huch, Horus? Ach, Zeus. Popo beiseite. Zeus, Horus, ey, die Namen. Es sind alles Götter. Nur Götter im Stall. So, nachladen, dann... Die müsste ja eigentlich schnell liegen. Warte, das seitlich, so. Seitlich. Dabei? Ja, sitz! Hab ich. Warte mal. Sitz! Du bewegst dich so komisch. Entschuldigung? Getroffen? Boah, das hört sich an. Oh, das hört sich so brutal an, als ob ich einen Elefanten erlegen möchte. So, es liegt. Ja, dann bring mal Prime. So. Nein, die wird anders gezähmt. Ja, und wie? Weiß ich nicht. Dein Ernst? Ernsthaft? Verdammt! Kann ich hier noch irgendwas schnell machen? Moment. Foundation. Habe ich zufällig Foundation? Ja, ist ja lustig, dass ich gesagt habe, dass ich schon eine zu Hause habe. Ja, das hat wie jetzt keiner ihr seht, gehört. Calypso weiß selbst nicht, was sie genau macht. Admin spielen. Ich darf. Warte, kann ich Foundation schnell noch machen? Muss ich kurz gucken, wie viele... Ich bin so bei Dark and Light drin, dass ich ab und zu mal nicht weiß, wie ARK funktioniert. Die liegt aber noch, ne? Jo. Oh, okay. Ey, da wird er mir so schlecht. Drei Stück haben wir noch. Die ziehe ich rüber. Foundation habe ich noch Wände hier. Ja, ich kann ein paar was Fenster... Was machen? Ich sperre die jetzt ein, damit die nicht abhaut. Und was haben wir davon? Dass sie nicht abhaut. Ja, und dann? Können wir sie weiterziehen. Und du guckst mal schnell, wie das geht. Mhm. Atmen. Du Meister der... Missgeschicke. Ja. Was? Der Missgeschicke? Ja. Nee. So ziemlich. Na, nee. So. Kann ich... Hm? Ja, geh doch mal weg mit deinem Vogelfieh. Weg. Okay, dann machen wir das so. Sieht total toll aus, was du da machst. Danke, total, danke. Total. Danke. Ich bin total begeistert. Ja, ich muss wieder bauen. Tschüss. Und wenn die jetzt wach wird? Ja, kümmere dich drum. Wie Horus bekommt ein Helios, bekommt ein Kratzer. Ich verwechsel nee, die Tiere. Nee. Ich verwechsel Wenn sie einzeln sind, dann sind sie kleine Schüsse, die hauen dann ab.
Das weiß ich schon. Das weiß ich. Sehr auch über die kollegial. 10. Ja. Das ist wirklich genial für die Folge. Also, wie ihr seht, so macht man es nicht. Also so nicht. Also nicht betäuben. Was ist das? Oder die klauen dir einfach was aus dem Inventar. Ach, das macht die auch noch. Mache ich meine Wand dazu und ich brauche eine Tür. Ich hoffe, ich mache die richtige Tür. Ach, da geht er. So, einmal rüber. Das dauert. Geht die auch was? Es dauert kurz, Leute. Doch, das ist die richtige. Doch, ich glaube, ich habe die richtige gebaut. Calypso ist ein Held. Mal schon. Hallo. So, die bekommt jetzt ein wunderschönes Gehege. Ja, aber wenn wir uns entfernen, dann ploppt sie da raus, ne? Dann ist sie nicht mehr da. Ja, solange kannst du ja gucken, wie man das wunderschöne Objekt da unten zähmt. Keine Ahnung, vielleicht ins Inventar und ran? Aber da es ja eingesperrt ist, wird es wahrscheinlich ja keine Ahnung. Mal gucken. Wie groß mache ich das denn? Das reicht doch. Hier, soll ich die Wände dann hier setzen? Ist wieder noch weiter, also hier so. Mhm. Okay. Du bist der Meister. Halbwegs. Naja, nee, ich nehme das wieder zurück. Warte, ich bin Maestro, ja? Ich nehme das zurück. Alles hast du von mir gelernt, Fräulein. Denk wovon redest du? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ah, doch. Hast alles von mir gelernt hier, Fräulein. Klar. Los. Ach. Sag den Leuten die Wahrheit, wie es wirklich ist. Ich hab's mir selbst beigebracht, Leute. Witzig. Alles klar, dann wirst du irgendwann, wenn wir soweit sind, ein Nessie zähmen gehen. Oder ein Moser. Toi, toi, toi. Mach ich. Calypso, wie geht das? Nö, ich sag nichts. Du bist ja arg Profi, hä? Moser, oder was haben wir denn noch da unten? Stachelrochen. Ah, ich schwimme einfach mal hin, streiche die über den Kopf, sag ei, 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 sei mein Freund und vielleicht funktioniert's ja. Bestimmt. Ja, ich glaube fest dran. Oder so ein Aal, Zitteraal. So wie ich dran glaube, dass du es endlich hinbekommst, herauszufinden, was die Hyäne braucht. Fleisch? The stage is... Witz. Bitte? Witz. Oh, verdammt, ich kann nichts sehen. Ja, tolle Fenster gebaut, ey. Ich hab einen Zähmkäfig. Ja, aber das Vieh ist jetzt bei 3930... Na, noch oh. haben wir... Oder das ist noch ordentlich. Warte, vielleicht... Läfrig. Huch. Ist es vielleicht Eier? Warte. Nee, Eier ist ja nur dieses, sag mal, Oviraptor. Die essen doch nur Eier. Ah! Horus, ja. Helios? Ach, wieso habe ich die Tiere alle mit L getauft? Guten Tag, hier drin. Ich muss mein Einhorn noch mitnehmen. Mein Baby-Einhorn. Ja? Ist normal, dass man das nicht ins Inventar kommt, ja, ne? Ja, ja. Weil du nichts reinpacken so kannst. Nicht sehen kannst. Du Arg-Profi. Oh. Ich habe noch nie eine Hyäne gezähmt, du aber schon. Aha. Hab ich. Ja. Ein Horn. Also, wie zimpern die denn jetzt? Du hast keine Ahnung, ne? Wahrscheinlich irgendwas ins Inventar ziehen, fertig. Selber dasselbe. Ja, okay, super. Jetzt habe ich eine bewusstlose Hyäne bei mir drin. Genau. Ja, diese Schafsammlung kommt von der Calypso. Was? Ja, ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Oh Gott. Wann haben wir das letzte Mal in Hector reingeguckt? Okay, er hat genug Fisch. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Verdammt, ja. Eigentlich könnten wir... Hör auf jetzt... Prinzessin zu spielen. Lass mich doch mal. Das arme letzte Einhorn. Das ist nicht das letzte.
Das vorletzte. Fisch dich auf den Server, Einhörner, weil die spawnen ja nicht. Eigentlich könnten wir doch mit dem guten Schuss doch so ein Wasservieh, aber wir haben das Gehege noch nicht. Guten Schuss und Wasservieh zählen? Mm. Jetzt überleg nochmal, du Arg-Profi. Es geht nicht. Weil? Es unter Wasser ist. Nein! Danke. Danke. Du kannst nur mit Armbrust, du Noob. Ja, aber trotzdem haben wir gute Schuss. Lass uns irgendwas sehen. Unter Wasser? Ja, unter Wasser. Nein, irgendwas sehen. Ich hole mir jetzt da. Gut, ich werde mal gucken, was man sehen kann und bring's dir mit. Hier. Hab was für dich. Was hast du denn? Zähm es. Okay, warte. Ich muss erstmal mein wunderschönes Einhorn in deine Brude stecken. Echt jetzt? Ich weiß noch nicht mehr, was für ein Level das ist. Warte. Warte. Was für ein Level ist das? Es sieht auch so lila-pink aus. Sicher ein Junge, ne? Ich sehe gerade gar nichts. Einen hätte ich noch. Ne? Was, ein Schuss? Halte still! Was ist das? Das sieht aus wie ein Raketenwerfer! Das ist auch ein fetter Raketenwerfer! Ist nicht dein Ernst, tust mir damit weh, ne? Nö, kann ich ja eigentlich entspannt sein. Warte, ich brauche noch ein episches Bild. Warte. Wahnsinnig, das schadet. Ja? Total, und mir auch. Da, nimm. Tschüss. Ich hau ab. Oh, ich habe die falsche Kamerasicht. Falsche Kamerasicht. Was? Das spreng ich in die Luft. Warte, was für ein Level? 145. Lass sprengen! Bereit? Aber es ist so schön weiß. Bereit? Ist so ziemlich. Letzter Warte. Schuss. Ich brauche eine Aufnahme. Alles klar. Sag, wenn du bereit bist. Los geht's! Da ist es runtergesegelt. Oh, das hätte ich sehen können. Aber es war wunderschön. Es war total toll. Du hast keine mehr? Schade. Raketenwerfer? Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Schlange, aber das ist ein Stego. Weißt du, wenn wir die Hygiene jetzt nicht machen können, Ich überleg gerade, warte. Denk. Oh, so viel denken, Musst du irgendwas leveln gehen? Irgendwas leveln? Na, die einzigen, die man leveln könnte jetzt, wären die Bodentiere. Und was wäre? Alle. Eigentlich alle. Na, alle kriegen wir nicht hin. Du musst ja auf eins sitzen. Was? Gut, dann nehme ich den T-Rex, dann könnten wir irgendwann mal... Alles klar. Oder ich gehe Zeus leveln. Zeus ist was für ein Viech von dir? Rache. Rache. Alles klar. Na denn, schnapp dir Zeus und komm zu mir. Komm, Zeus. Scheiß auf die Hygiene. Wir müssen ja den Leuten zeigen, wie du so drauf bist, ne? Radikal? Radikal. Oh, ist das schön, dass sie rückwärts laufen können. Ja, eigentlich hatte ich vor, hier umzuziehen, obwohl die Stelle, die finde ich ja, das finde ich ja hier ein schick gebaut, wenn es mal hier aufplöppen würde, die Base. Der hat nicht schlecht gebaut, aber hier ist irgendwie so ein... Ja, natürlich, ich habe doch gesagt, Treffpunkt bei mir. Aber hier spawnen die Dinos, das bringt. Lex mit sich hier, der ganze Scheißhaufen. Ich muss hier irgendwie wegziehen. Nix Platz. Ihr werdet gleich sehen, warum hier kein Platz ist. Naja. Ich habe schon wieder... Möchte ein Boden, der eben ist und nicht so. Machen wir mal ein bisschen Damage. Und das letzte Mal haben wir ja hier die Drachen ausgebrütet, ne? Und hier passt nichts mehr rein. Wo ist denn... Wo ist denn da in der Mitte so viel Platz? Nimmst du die Ice Queen? Warte, ich habe einen besseren Namen für deinen Drachen. Ich kann nicht die Ice Queen nehmen, das wäre schlecht. Warum? Aber wir können dann anschließend damit rumfliegen. Willst du jetzt deinen Drachen da leveln? Ja. Wo bin ich denn drinne? Ice Queen. Hier, Fat Damage, ey. Hey! Warte, ich muss die... Ich bin eigentlich an... Oh Gott. Die können sich ja nicht so bewegen wie die... Wie die? Griffen. Genau. Alter, ich
treffe gar nichts. Oh, mal gucken, ob ich hier rauskomme. Einparken wird herrlich. Ich hab's geschafft! Oh, das ist echt knackenvoll. Oh, nein, Goldi! Nicht genügend Ausdauer. Ach, nein, schön. Goldi. Das ist wunderschön. Ich greife hier irgendwas an und ich habe keine Ausdauer mehr. Da, wir leveln jetzt gleich ganz, ganz schnell, dein Viech. Pass auf. Ja, ja, ja. Das geht, das geht. Da ist was drauf auf mich. Ich hoffe. So. Oh, erstmal hier. Oh. Und eigentlich kann es gar nicht sein, dass die, Dracheneier, die man sich aus der Drachenschlucht mobst, nur ein paar Sekunden im Inventar bleibt. Geht gar nicht. Ja, wir können ja mal dann Dracheneier auch holen. Aber vielleicht. Nicht mit Drachen. Aber nicht mit Drachen. Später, keine Ahnung. Bereit? Ich bin bereit, ja. Und wie willst du leveln, sagst du? Ein bisschen, ja. Wobei ich jetzt einen besseren Eisdrachen habe ich auch, Blitzdrachen noch habe, aber Zeus hat's auch verdient. Ja, ey, komm, das Zeus, ey. Ja, du hast einen geilen Drachen. Hä? Die Farbe ist geil. Meine Farbe? Ja, den habe ich das letzte Mal getötet in der Drachenschlucht. Schluchst du? Peace. Na, dann komm mal mit. Das war eine sehr, sehr böse Mama. Drück mal die Daumen, dass das gewisse Vieh da ist. Ich muss auf jeden Fall die Stamina des Drachen leveln. Und Damage. Ja, kriegst gleich Fettpunkte. Sehr schön. Ich will Sturzflug machen. Sturzflug? Ja, aber ich will die ganze Zeit Sturzflug machen. Aber nicht mit dem Drachen. Da, 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 da. Man ist doch schon irgendwie verwöhnt von den ganzen Griffen. Mit der Stamina. Ja. Dass man wirklich dasteht und denkt, meine Stamina ist gleich unten. Echt? Ja, ich level auch gerade. Alter, Damage, Stamina. Ich muss trotzdem gleich mal landen. Ist das ein Griffen da? Oh, ja, mit Sicherheit bestimmt. Wo bist du denn? Ich habe gelevelt, ich lande mal. Dann trinke ich mal einen Schluck. Hm? Und der Drache ist hier auch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo bleibt's denn auf? Hier hinten ist gut. Wo ist er bei dir hinten? Hier. Wo hier? Auf dem Boden. Ja, ich bin auch offen. Ach, da. Ah, geradezu. Hi. Du kriegst jetzt Fettpunkte, ja? Oh, ich hab getroffen. Fettpunkte? Na dann. Na dann. Ich treffe nicht. Alter, den Blitzdrachen die Attacke zu machen, ist ja echt. Ich helfe einfach mal mit, ne? Gönn dir. Aber so ziemlich. Oh, mein Drache ist ja schon ausgelevelt, ne? Och, so ein tragisches Dings. Ich habe keine Stamina mehr. Du musst aber in der Nähe bleiben. Ungünstig. Bleib in der Nähe. Ich hoffe, er geht. Muss nicht hängen bleiben. Oh oh. Oh. Nein. Jetzt sag mir nicht, du warst zu weit weg. Ich war zu weit weg. Ich musste wegfliegen. Ich hatte keine Stamina mehr. Ich klebte auf dem Boden. Hast du es nicht gesehen? Na, hättest du auch auf dem Boden kleben bleiben können. Aber der kam so nah zu mir. Ist egal. Ich dachte, da ist irgendwas sauer auf mich. Hilf mir! Nee, der ist doch nicht sauer, oder? Der kommt so geradlinig auf uns zu. Ja, der guckt doch so dämlich. Ja. Oh ja. Alter, stupst du mich an, ey! Boah, krass! Fress dich, ey. Ich fress dich, ich fress dich. Zeus ist noch ein Jungdrache. Hübscher. So, mitkommen. Hübscher Pronto. Runde Nummer 2. Ein Titan gibt's. Megamäßig Level. Gut, diesmal werde ich nur zugucken, von oben auch. Ja. Und keine Attacke machen. Leider spawnen die hier nur mit dem epischen Level 5 auf dem Server. Aber ich könnte die Mod raufhauen, denn sind die Level episch. Na dann, leg los.
Du schaffst das. Diesmal werde ich Punkte bekommen. So, drehen, drehen. Schön stillhalten, du großer, dicker Klotz. Mir tut der mir ja leid. Ja, ne? Aber wir brauchen die Punkte. Also du. Deswegen sterb eine Runde. Okay. Na, 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 na. Nicht unter seine Beine. Das wäre böse. Der macht. Aua. Und man hat ja auch ein Leben. 200.000, ey. Das dauert ganz schön lange. Nö, 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 nö. Oh, sehr schön. Und? Wie viel kannst du leveln? Ich kann 111 leveln. 111 Artikel? Ja. Also die Tat. Erstmal Leben. Ganz gut. Natürlich auch Damage. Leben, ein bisschen Gewicht, damit ich überhaupt was tragen kann. Ach, ich wollte doch Damage machen, ich Trottel. Vielleicht bist du jetzt schon ausgelevelt. Ja, ich glaube, ich bin ausgelevelt. Echt? 55. Was für eine Ausdauer hast du als Drache? Ausdauer, 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 Ausdauer. 2904. Okay. Bekommt meine auch jetzt 2000. Ah, bin noch ein bisschen auch darauf. Getroffen. 145 und 140. Oh, ich hab ein bisschen Schiss, dass mein Drache jetzt bald umkippt. Brauche ich noch irgendwas? Okay. Na, Zeusi, ey. Ja, Zeus levelt immer noch. Ey, wir haben Herzen. Eigentlich müssten wir mal poppen lassen. Hab noch nie Drachen poppen lassen. Können wir in der nächsten Folge eigentlich dann machen. Wenn es hier funktioniert. Konnten die sich eigentlich doch, oder? Weiß ich nicht, hab's noch nie ausprobiert. Ich treffe nicht. Oh, ich sollte mal landen. Was hat er dir getan? Er hat dich doof angeguckt. Oh, na denn. Ich bin ganz schön voll, warte mal. So, meiner muss jetzt erstmal fressen und sich wieder hochheilen. Bist du jetzt ausgelevelt? Ich bin... Nö. Nee? Mhm. So wie ich das sehe, bin ich noch nicht ausgelevelt. Können wir mal gucken, ob da hinten irgendwie ein Titan gespawnt ist. An der Drachenschlucht. Ja, können wir machen. Könnten wir auch einen mit einem Griffen töten, aber das ist ein bisschen gefährlich, denn unter die Füße zu kommen, da festzubacken und das ist dann doof. Es dürfte aber die Stamina nicht so schnell runtergehen mit drei... War das 3000? Haben wir den jetzt auf 3000 gelevelt? Nee, 2000, glaube ich. Deine Stamina? Ja. Passt schon. Ich komme schon irgendwie an. Irgendwie. Mit Sicherheit. Ich bin an Sturzflüge so dermaßen gewöhnt. Wir sind schon verwöhnt, ey. Siehst du auch? Was denn? Ich wollte nur mal nach unten gucken, ja? Ich wollte keinen Sturzflug machen. Was gibt's denn da zu feiern? Kannst du ja gleich mal ein Artefakt mitnehmen hier. Gibt es hier eigentlich Otter? Endlich mal. Ja, ich glaube, es wuselt wahrscheinlich hier wieder nur auf dem Server ein rum. Ich vergesse es permanent, hier die wilden Dinos einmal zu killen. Jedes Mal aufs Neue vergesse ich das hier zu machen. Um den Ottern die Chance zu geben, auf den Server. Was für ein Atmen bist du, Schande. Ach ja. Ein Rolexer. Ja, alles easy peasy. Kein Stress. Kann man eigentlich... Was? Nicht rösten? Ja. Na warte du. Wir sind mal allein in der Höhle, ne?
Du bist doch diejenige, die wieder runterfliegt. Wie runter? Was? Wie? Ja, wie? Ja. Hä? Gute alte Zeiten. Was meinst du? Wie runterfliegt? Was schau dir meine Folgen an. Hä? Was ist das? Oh, das weißt schau du gar nicht mehr. An. Nee, sag mal. Na, wir haben doch mal Scotch the Earth gezockt, ne? Ja? Ja, da waren wir auch mal in der Höhle. Meine allererste Folge. Oh, weil ich den Sprung vermasselt habe. Ja. Und dein Jobber war auch weg. Das war... Was? Ja. Ja, und der war so geil. Voll hübsch. Dein Gekreische auch. So. Komm, das war so episch, ey. Und du warst nackig. Du auch. Was? Nein, auch. Ich würde niemals... Nein. So, ach, ich würde gerne hier so langsam landen. Wollen. Na, dann gönn dir, aber nicht hier. Was? Hier sind die Ekelwürmer. Die machen dich nackig. Denn hier. Hier kommt er mir ganz schön langsam vor, der Drache. Ja, mir aber auch. Oh, ich sollte auch mal ein bisschen stehen bleiben. Solltest du, du Held. Ja, komm doch mal, lad. Jetzt oder nie! Hast du was gemerkt? Ich werde dich kicken vom Server. Ich werde dich einfach kicken. Du wirst mich vermissen. Ja. Das hab ich auf Band. Ja, das kommt ins Internet. Oh mein Gott. Nein! Das verkneifst du dir. Nee, das rahme ich nur extra rein. Untermal ich, meinte ich. Und mal daraus einen Song. Was? Nein. Wo bist denn du? War da ausgeflogen. Warum? Weil... Ja, ist okay. Ist meine... Oh, da bist du. Aber kein Titan. Oh, in der letzten Folge habe ich einen richtig wunderschönen Feuerdrachen gesehen. Oh. Ich glaube, der war schwarz. Dein musst du klauen. Und rötlich. Und rötlich. Ach, echt? Vom Feuerdrachen? Ja. Also, er... kann ich so? Nein, echt? Scheiße, warte an. Giga, wollen wir ein bisschen Giga stressen gehen? Was für ein Level? 55. Na, beiß mir nicht in meinen Drachenschwanz. Hab ich getroffen? Find ich, oder? Ey, wir müssen dem 5000 Schaden zufügen, dann tickt da völlig aus. Also fliegen und zielen und... Oh. Ja, das ist auch gerade scheiße. Warum muss ich schon wieder landen? Jetzt ist er am Arsch. Jetzt tickt er aus. Entschuldigt. Du bist gleich Katzenfutter. Warte. Stopp. Warte mal, ich komme gleich auch. Ich habe 2001... Ich muss auch auf meine Stamina achten. Komm schon, der ist gleich tot. Irgendwie sehe ich nicht, ob mein Drache getroffen hat oder nicht. Level, ups. Mit einem Griffin auch machbar, einen Giga zu killen. Drache, setzen. Sitz. Danke. Ja, da erinnere ich mich an einer Szene, ne? Hades, du. Hör auf. Dein Griffin. Ja, hör auf. Einfach in den Schwanz gebissen. Er ist immer noch nicht ausgelevelt. Nee? Nein. Ja, ich kann nichts dafür, wenn hier kein Titan rumschlawine. Warte, lass mich dich anknappern. Lass doch das arme Viechchen rum. Dich knapper ich auch an. 140. Oh, nicht schlecht. Giga. Ist schon wieder ein Level 25 und weiblich. Komm, den killen wir auch noch an deines Folgenpäuschen. Wo bist denn jetzt lang geflogen? Richtung Turm? Ja, ich hab ihn gesehen, gut. Komm schon, tick aus. Ja. Yeah, Baby! Doof, wenn man nicht rankommt, wa? Das ist hinterlistig, ey.
Jetzt komme ich aber auch nicht rein. Genau, dreh mal, dreh mal, dreh mal, dreh mal. Oh, der ist ja. Der sieht ja nicht glücklich aus. Ja, der macht auch jetzt mehr Schaden, wenn er dich kriegt. Ich sehe nichts. Ganz toll. Recht unglückliche Position, die ich hier habe. Einfach weiter drauf schießen. Ja, ich komme ja nicht ran. Sei denn mal, dann bewegt sich mal. Ja, ich glaube, ich mache nicht besonders viel Schaden, habe ich das Gefühl. Schnucki. Nicht so. Von oben geröstet. Ja. Ich glaube, sie ist nicht glücklich. Ululululu, ja. Ich dachte, jetzt wäre sie. Ja, bringt deinen Drachen um. Best of. Nein. So bringt ihren Drachen um. Muss jetzt mal tanken hier. Los, mach den letzten Hit, ey. Geht doch. Hier ist ein Dodo. Yes. Alter, röstest du jetzt auch noch Hähnchen? Ja. Ich konnte leveln, oder? Nö. Oh, Gigantosaurus-Herz. Was? Ich habe ein Gigantosaurus-Herz. Ich auch. Mein Traum geht in Erfüllung. Yeah, wir sind Jäger. Ich wollte schon immer ein Herz eines Gigas in meiner Tasche haben. Nice. Ist auch nicht gerade widerlich. Schön blutig. Oh. Oh, ist das süß. Was denn? In der nächsten Folge machen wir Dracheneier mit den Beinen. Du bist ein Low-Level. Möchte ich nicht. Ich hab einen 185 Blitz. 185, der war. 190? Dann 180. Das ist deprimierend. Ja, ich hab nichts gesagt. Wunderbar, wir können gerne Eier machen. Der Mein Blitzdrache ist jetzt ein 170er, glaube ich, war das. Nee, mit dem wird nicht gepoppt. Auf jeden Fall, dann müssen wir in der nächsten Folge mein 185 Ei ausschlüpfen lassen. Das heißt, Leute, wieder in die Drachenschlucht und Drachenmilch holen. Ja. Und wunderschön neben Ei stehen bleiben. Vielleicht produziert der. Was ist denn hier, Weibchen? Du. So ist es männlich. Vielleicht produziert es für ja dann auch Drachenmilch. Könnte sein. Müssen wir mal gucken. Ja, wäre also mal interessant zu schauen. Ja. Sehen wir das mal. Da haben wir auch keine Ahnung. Ja, okay, Leute. Machen. Dann wisst ihr ungefähr, was wir in der nächsten Folge machen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Mein Gott, voll verkackt. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.